Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, ich musste jetzt mit der Kartenlegung warten, ja, für die jetzt mal aufzunehmen, weil ich heute schon wieder extremen Stress hatte. Durch toxisches Umfeld. Ja. Also ich kann euch nur empfehlen, haltet euch von toxischem Umfeld fern, wenn das machbar ist. Ja. Und geht hin. Wenn ihr in einem toxischen Umfeld seid, guckt, dass ihr euch Hilfe holt, dass ihr da wieder rauskommt. Ja, bei mir geht es heute nicht gut. Mein Sohn wurde da von jemandem da angegriffen. Ne? Und wenn man seine Kinder liebt, möchte man ja haben, dass es denen gut geht. Ne? Ja, wahrscheinlich, mir passieren halt als Kartenlegerin dieselben Sachen, die wo ich halt eben auch passieren. Aber wir gucken mal, ob die Karten uns können Hoffnung machen. Ne? Da hole ich mal die Sanssouci-Karte von der Nadine Breitenstein, von der Doreen Vertue, die Feen. Ja, und die Lebenshilfe und Seelenhilfe von Diana und Chantal Eichstätter. Fange ich mal an. Ja. Gucken wir mal. Was kommt da so auf uns zu? Ja. Also die Karten sagen ja eigentlich immer, dass alles besser wird, dass man in einen Neuanfang geht. Ja. Ja. Wenn man viel Mist mitgemacht hat, da kann man das auch nur begrüßen. So, da fange ich jetzt mal an. Ich hoffe, dass ich fit genug bin, weil mir ist heute nicht gut. Ne? Im Namen Gottes. Jo, im Hier und Jetzt sollst du leben. Da soll sich was verwurzeln. Es dreht sich auch um Dinge, die wohl im Hier und Jetzt passieren. Ja? Ja. Da hast du scheinbar Verluste erlitten, etwas verloren. Ja? Ja. Ja, kann auch deine Hoffnung sein. Ja? Einen liebevollen Menschen. Ja? Ich habe meine Mama verloren. Die ist gestorben. Hat man natürlich Angst, ne, dass der restliche verbleibende Familienteil auch noch geht, ne? Ja. So, also wir haben es mit Verlusten in Hier und Jetzt zu tun. Ja. Gruppe Menschen. So, eine Gruppe von Menschen. Du gehörst wahrscheinlich zu einer Gruppe von Menschen, die wo in ein neues Leben gehen, ne? Wie das alles so wird, ist noch unbekannt. Es kommt aber eine positive Entwicklung, wo du langsam erblühst. Ne? Also wenn die Knospe die ganze Zeit zu war, ne, dann ist das eine natürliche Entwicklung. Ne? Du gehst in die Heilung. Ne? Ja, vielleicht hilft dir auch jemand aus dieser Gruppe von Menschen dabei. In deine Sicherheit. Ne? Raus aus der Vernachlässigung. Ne? Das bedeutet, du bist vernachlässigt worden in einer Beziehung, in der Familie, nur im Insgesamten halt, ne? Ja, das wird aber ein Gewinn sein, ne? Weil du aus diesen Erfahrungen halt eben lernen wirst. Geht es denn weiter? Bewusstsein. Ja, dir wird etwas bewusst, ne? Ja, zum Beispiel, wenn du körperliche Beschwerden hast, dann wird dir zum Beispiel bewusst, dass die aus seelischen Gründen entstanden sind. Ne? Also hier wird dir was bewusst und das ist dann ein Gewinn. Ne? Ja, hier geht es auch um Geld, Gefühle und um deine Familie. Ne? Ja. Eine Karte. Ja, und eigentlich ums ganze Kollektiv, ne? Hier passiert irgendwas plötzlich, ne? Ja, du kriegst für irgendetwas die Schuld, aber du kommst wieder in deine Energie. Ne? Weil dir halt eben bewusst wird, woher zum Beispiel deine körperlichen Beschwerden kommen. Ne?
Ja, du gehst in die Heilung. Gehen wir alle, ne? Im Kollektiv. Gehen wir alle in die Heilung, ne? Besonders die guten Menschen. Ja. Ja, wenn es einem nicht gut ist, Karte legen, dann geht es ein bisschen besser. So, wie geht es weiter, liebe geistige Welt, für Seelenkollektiv? Ja, die Zeit läuft für etwas ab, ne? Und etwas ist auch Zeitverschwendung. Du hast vergeblich vielleicht in deiner Situation auf etwas gewartet, dass sich etwas positiv verändert. Das Ganze war sinnlos, von Aussichtslosigkeit und Erfolglosigkeit geprägt. Vielleicht hast du gewartet, dass sich ein Partner oder so ändert, dein Umfeld ändert, dass die mal freundlicher werden. Ja, aber das war nicht der Fall. Und für das läuft die Zeit jetzt ab. Du fühlst dich auch befangen, stehst auch unter Beobachtung. Hier beobachtet dich jemand, ne? Du fühlst dich schutzlos und alleine, ne? Sitzt im Glashaus, ne? Und vielleicht bist du traumatisiert, ne? Ja, geht's ja wie mir. Aber du gehst jetzt in die Überfülle, in ein neues Leben, ne? Wo du Wohlstand hast, glückselig bist, du gehst in deine Wunscherfüllung, das ist die Joker-Karte. Also das bedeutet, deine Wünsche werden sich erfüllen, egal wie du dich jetzt fühlst, ne? Du hast auch Sehnsucht nach Verbesserung, ne? Also wenn du wie ich aus psychischen Gründen und durch ein toxisches Umfeld schon körperliche Beschwerden hast, ne? Ja, also dann kannst du das natürlich nur begrüßen, wenn du in deine Wunscherfüllung gehst, ne? Ja, du kriegst auch eine Ehrung. Da kommt irgendwie so im Frühjahr ein bedeutsamer Festakt. Mhm. Geht es denn weiter? Jo, Mädchenträume. Du bist so die ganze Zeit im Wunschdenken gewesen. Warst vielleicht auch mal blind vor Liebe. Ja, ein unverbesserlicher Optimist. Aber hast jetzt halt eben gesehen, das hat dich nicht weitergebracht. Kann sein, dass du wie ich ein bisschen krank bist, erkältet bist, Ruhe brauchst, machst dir zu Hause gemütlich, geh mal in die Ruhe, machst dir behaglich, ne? Ja. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, du wartest auf einen Seelengefährten, jemand, wo dir halt eben gleich ist, ne? Hast tiefe Sehnsucht nach ihm oder ihr. Ne? Dein Instinkt sagt dir auch, dass es diesen jemand gibt und dass er bald auf dich zukommen wird. Ne? Da habt ihr Seelenverträge in der geistigen Welt geschlossen. Ne? Also egal, wie du jetzt da hängst, ne? Und ich kann euch sagen, heute geht es mir auch überhaupt nicht gut, vor allen Dingen seelisch. Ne? Alles ist möglich. Ne? Es kommt zur Verwirklichung eines Kindheittraums. Ne? Du kannst deine eigene Geschichte umschreiben und die Kinderseele heilt. Ne? Aber was auch ist, du bist von Neid umgeben, von Missgunst, Hass, Schadenfreude, Feindseligkeit, Boshaftigkeit. Ne? Hier hat jemand den bösen Blick, ne? Eine giftige Person. Aber das geht jetzt zu Ende. Da kommt es zum Ende dieses Kapitels mit diesen Leuten. Ne? Da gibt es auch kein Zurück mehr. Hm? Ja. Geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, die Jahrhundertliebe triffst du. Hm? Traummann und Traumfrau, da kannst du bis zur Hochzeit hinkommen. Ne? Ihr seid füreinander bestimmt und die Schicksalsfügung in dieser Hinsicht wird auch greifen. Aber jemand verströmt das süßes Gift. Ne? Passt auf, dass ihr da widerstehen könnt. Ne? Ja. Ja, ein Seelenfresser, der wo kontrollierend ist, berechnend, wo Unruhe in dein Leben bringt, ne? Ja, wo dein Vertrauen verletzt, jemand, wo dich stalkt. Ja, genau. Aber hier haben wir die Lebensfreude. Also ihr geht wieder in die Lebensfreude, ne? Neue Bekanntschaften werden gemacht, der Seelenpartner wird gefunden. Vielleicht macht ihr auch mal Urlaub am Meer, ne? Ja, genau. So, noch eine Karte.
Ja, ihr habt Sorgen und den Wunsch, euch jemandem anzuvertrauen, ne? Halt, Trost und Schutz zu finden, ne? Wahrscheinlich habt ihr ein Umfeld, wo ihr das nicht habt, ne? Ja, ich auch nicht, ne? Ja, ihr habt aber Freunde fürs Leben, ne? Und werdet halt, vertraut euch dann dort an, ne? Ja, weil dort, wo ihr seid, fühlt ihr euch unverstanden, ausgegrenzt, einsam. Das schwarze Schaf. Und so wie ihr seid, wahrscheinlich sehr sensibel, spaltet ihr, ne? Ja. So, da holen wir mal die nächsten Karten. Hm. Ja, vielleicht magst du auch ein Kind beschützen, ne? So geht's mir heute. Hm. Mein Sohn ist zwar schon 28, aber egal wie alt die sind, man will die immer beschützen, ne? Geht es weiter, liebe geistige Welt, im Namen Gottes. Also dein Wunsch, ne, nach einem besseren Leben, einem Seelenpartner, etwas Schönem, ist in Reichweite, ne? Versuch Vertrauen zu haben. Alles wird zu deinen Gunsten sich wenden, ne? Ja, und geh weg aus Situationen, aus ungesunden Situationen. Und freue dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen, ne? Also du bist in einer sehr ungesunden Situation. Von ungesunde Menschen umgeben, ne? Da sollst du rausgehen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann mach das. Schulden bezahlt. Ja, die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir und deinem Leben genommen. Mhm. Ja, das können finanzielle Schulden sein, das können Schulden aus früheren Leben sein oder Schulden, wo dir jemand aufgeladen hat, ne? Eine Schuld, wo dir jemand gegeben hat, ne? So, dann haben wir hier eine veränderte Ernährung. Verbessere deine Ernährung und dein Leben wird sich auch verbessern. Also isst gesund, vielleicht vegetarisch, ne? So, Ernährung ist auch seelisch. Also umgib dich nicht mit negativen Menschen, weil diese Ernährung ist sehr ungesund. Und das kann ich nur bestätigen. Ja, du sollst jemanden vergeben. Alten Ärger und Groll sollst du loslassen. Und dann werden sich deine Wünsche verwirklichen. Vielleicht hast du auf irgendjemanden Groll oder Ärger. Hm? Ja, weil du willst nämlich in die emotionale Heilung. Heile dein Herz von allem emotionalen Schmerz und du wirst neue Segnungen und Liebe empfangen. Ne? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Bin heute ein bisschen schwindelig, hab mich aufgeregt. Lass los. Also dein Bedürfnis nach Kontrolle einer Situation sollst du loslassen. Ne? Und dann wird deine entspannte Energie rasch zu deiner Wunscherfüllung führen. Ne? Ja, du kriegst Fülle, du kriegst die Ernte von dem, was du immer gesät hast, ne? Muss aber nicht erst im Herbst sein. Und behaupte dich selbst, stehe für deine Überzeugungen ein, sage nur ja, wenn du das auch wirklich willst, ne? So, noch eine Karte. Sei locker. Ja, das ist immer leicht gesagt, ne? Hör auf, alles zu sehr kontrollieren zu wollen und alle Türen werden sich öffnen. Gut, wenn man in einer negativen Situation ist, ne? Damit es einem besser geht, versucht man halt die Situation irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber meistens hilft das nichts, ne? Also, das rede ich aus Erfahrung. So, jetzt kommen die letzten Karten von der Katrin Weltstein, die mystischen Momente. Ziehe ich auch mal noch eine Karte. So. Also ihr sollt in die Seelenheilung gehen, ne? Namen Gottes. Zuhören. Und eine Lösung zeichnet sich ab. Von deinen Problemen. So. 6. Gucken wir mal. Da muss ich lesen. Ne, weil die kenne ich nicht auswendig. Es scheint, als hörst du den Pflanzen zu. Auch du bist ja mit der Natur fest verwurzelt, kannst ihre Botschaften vernehmen. Im Moment ist es ja so, dass die Natur sich extrem zur Wehr setzt. Ne? Diese Verbundenheit hilft dir, zur Ruhe zu kommen, dich selbst wieder zu finden. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Ne?
Deine Achtsamkeit tut deiner Umwelt, aber auch dir selbst gut. Wenn du deine Wurzeln spürst, kann dir die Hektik des Alltags nicht mehr anhaben. Ne? Also ich habe viel Stress in meinem Leben und ich kann euch nur raten, geht viel Stress aus dem Weg, weil das macht einen krank. Ne? Achte auf dich, suche die Stille in dir. Tanke vielleicht mal Kraft in der Natur, sie ist deine Heimat. So, jetzt kommen wir zu der Lösung für deine Probleme. Also du selbst hast den Schlüssel in der Hand. Also obwohl deine Situation jetzt kompliziert scheint, wirkt der Elefant gelassen auf der Karte. Ne? Da ist ja ein Elefant auf der Karte. Ne? Ja? Denn er ist sicher, sobald er den Käfig verlassen will, kann er die Tür öffnen. So ist es mit den meisten Problemen. Bewahren wir die Ruhe, können wir sie lösen. Wenn du momentan eine schwierige Entscheidung treffen musst oder in einer scheinbar ausweglosen Lage feststeckst, vertraue deiner inneren Stärke. Bitte dein Herz um Hilfe und dann suche nach Antworten. Bleib offen, die Lösung kann sich dir überall zeigen. Du bist kreativ, halte Ausschau an ungewöhnlichen Orten und achte auf versteckte Zeichen und glaube an dich. Du wirst einen Ausweg finden, du kommst aus deinem Käfig raus, ne? Hör mal der Natur zu, dann fühlst du dich auch besser. Ne? So, das wär's mal von mir. Ne? Oder Moment, ich ziehe vielleicht mal hier noch eine Karte. Ja. Ja, du hast im Moment Seelenschmerz. Fühlst dich in der Dunkelheit, fühlst dich auch ungeliebt. Ne? In der dunklen Ecke, vielleicht ein bisschen ängstlich. Ne? Aber du bist am Ende eines Transformationsprozesses und die sind nie einfach. Ne? Es kommt zu einem gelungenen Abschluss, du bist auf der Zielgerade. Ne? Es kommt zur Entfaltung deiner Persönlichkeit. Ne? So, das wär's mal von mir. Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Und wenn ihr das Ganze vielleicht ein bisschen teilt, ne, ja, also die Verluste im Hier und Jetzt, da läuft die Zeit ab, es kommt ein neues Leben, eine positive, gesunde Entwicklung. Dir wird bewusst, dass dein Körper zum Beispiel auf negative Energie oder so reagiert, ne, du findest eine Lösung für deine Probleme, ne, hab Vertrauen, alles wird gut, ne, ja. So, das wär's mal von mir. Ah, ich wollte mich noch bedanken. Viele beten ja für meine Gesundheit, geben mir da. Jemand hat zum Beispiel drunter geschrieben, er möchte Erzengel Michael anbeten, dass er mir hilft, dass es mir wieder besser geht. Da danke ich natürlich ganz herzlich dafür. Ich freue mich immer ganz, ganz furchtbar, wenn ich die lieben Kommentare unter meinen Kartenlegungen lese. Ne? Ja. So, und dann versuche ich mich heute mal auch auszuspannen und das solltet ihr auch tun, ne? Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss!